Ja, Leute, ihr wisst ja alle, dass mit dem Geldsystem einiges nicht stimmt, dass wir Probleme haben, Bankenkrise, und dass irgendwann Währungssysteme ja auch zum Untergang verurteilt sind. Ich weiß nicht, ob ihr darüber Bescheid wisst, dass also Währungssysteme normalerweise nur 60 Jahre dauern. Und da sind wir schon längst überfällig. Die Frage ist, was kommt dann? Dazu möchte ich jetzt mit einem Bitcoin-Spezialisten Luca sprechen. Und der ist erst 21 und du sagst, Bitcoin ist die Rettung. Die Rettung und ja, vielleicht das nächste Geldsystem. Also es gibt immer die Zyklen. Ray Dalio hat das ganz gut beschrieben, dass Währungen immer in so Zyklen, einer hat so ihren Top und dann kommt das nächste und die nächste Währung, also die niederländische Währung, dann das Pfund und dann der US-Dollar. Und der US-Dollar neigt sich jetzt wieder dem Ende, ja, kann man sagen. Ja, und jetzt ist die Frage, was kommt als nächstes? Ne? Das ist die Frage. Ja, aber es ist ja dann nicht nur der US-Dollar, sondern es ist ja dann das gesamte westliche Währungsgefüge, inklusive Euro und Yen auch. Denn das sind ja nur Derivate des Dollars. Man kann sagen, der Euro ist ein Derivat auf den US-Dollar, genau. Der US-Dollar ist die Leitwährung aktuell, Reservewährung und der verliert gerade diesen Status und es ist jetzt wieder dieser ökonomische Krieg quasi oder dieser Währungskrieg, das sich jetzt aushandeln muss auf dem Schlachtfeld der Welt sozusagen, um da nicht zu viel Kriegsrhetorik zu benutzen, wird jetzt wieder ausgehandelt, wer stellt die nächste Währung und ich glaube, da stellen sich aktuell die BRICS-Staaten auch schon so ein bisschen auf, die sind schon in den Startlöchern und sagen, okay, wenn es die nächste Währung gibt, dann wären wir das eigentlich ganz gerne, die diese Währung... Also BRICS, damit die Leute auch verstehen. Brasilien, Russland, Indien... Und China. China und S ist für Südafrika, steht S am Ende. Okay. Wobei diesem Bündnis auch ganz viele andere Länder gerade... Also ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man dieser Währung, die diese Staaten herausbringen, also unbedingt meine Vertrauen schenkt. Meine Währung der Wahl ist das auch nicht. Weil was wir sehen, was China schon macht mit ihrer Währung und wie sie die digitale Zentralbankwährung in China schon benutzen, um Dinge zu kontrollieren und die Bürger im Griff zu haben. Und das auf so einem weltweiten Scale, dadurch, dass China mit drin ist und diese neue Weltwährung innehat, das ist nicht der Weg, den wir als Weltgesellschaft, als Menschheitsfamilie gehen wollen, denke ich. Du denkst, dass Bitcoin das gesündere Geld ist, hast du mal gesagt. Ja. Ja. Wie kommst du darauf? Also die These ist, gesundes Geld, gesunde Welt. Das ist so die These oder fix the money, fix the world. Also die Welt endlich mal in Ordnung zu bringen, weil das Geld nicht in Ordnung ist. Das ist so die These. Und ich glaube, du hast dich auf jeden Fall mit dem Finanzsystem beschäftigt. Sogar Bücher drüber geschrieben. Stimmt. Und dann lernt man nach und nach, wie kaputt dieses Finanzsystem eigentlich ist und was für kaputte Strukturen es auch befördert. Also was für doofe Incentives es auch, also Anreize es schafft. Und das heißt also, die gesellschaftlichen Probleme, die wir hier so haben, also völlige Fehlallokation von Geld in Sachen Windmühlen und CO2 und dies und jenes, politisch korrekter Wahnsinn, ist auch, sagst du, oder ist die These, ein Resultat eines Geldsystems, das sich dem Ende neigt und damit sehr viel Dekadenz erzeugt. Mhm. Man muss es so sehen, Geld ist die Basis des Handelns. Also der Begriff Handeln ist ja schon so interessant. Also Handeln heißt, Menschen handeln, also ich gucke geradeaus, ist eine Handlung. Und genauso ist dieser Handelsbegriff dann auch für das Wirtschaften benutzt worden im Deutschen. Und wenn alle Handlungen irgendwie dann mit Geld zu tun haben und das Geld eben kaputt ist, dann sind auch die Handlungen, die darauf aufbauen, in irgendeiner Weise irgendwie krumm. In die falsche Richtung, Es geht irgendwie ist das sehr philosophisch? Ist das von das dir? Nein, das ist nicht von mir. Also das muss ich also nicht weil zugeben, das Geld das ist kaputt ist, ein kaputtes Geld erzeugt eine kaputte Gesellschaft. Also konkreter wird das im The Fiat-Standard von Safer Dynamus beschrieben, der eben analysiert, wie das Fiat-Geldsystem in allen Bereichen für doofe Entwicklungen sorgt. Also wie sich Essen, Lebensmittelqualität verschlechtert, wie sich das Gesundheitssystem verschlechtert und so. Also das ist ein ganz schön großes Thema, mal aufzureißen, was alles mit Geld zusammenhängt. Ja, dann eigentlich alles. Ne? Natürlich also, auch also das ewige Wachstum. Ja. Ich meine, wir wollen jetzt überhaupt nicht grün wirken und Greta-mäßig. Nee, aber ich muss sagen... Dieses ewige Wachstum, vor allem exponentielle Wachstum, was ja im Geldsystem durch Zinseszins zur Voraussetzung wird, kann ja auch nicht gut gehen. Und diese Kritik kann ich durchaus verstehen. Also ich war
am Anfang meiner politischen Einordnung habe ich erstmal so grundlegend alles abgelehnt, was so aus dieser grünen linken Ecke kam. Und habe gesagt, das ist Quatsch von vornherein. Aber ich muss sagen, so diese, zum Beispiel auch diese Degrowth-Bewegung oder diese Bewegung, die einfach sagt, das kann nicht weitergehen mit unendlichem Wachstum. Dem muss ich mittlerweile total zustimmen. Und unser System baut eben darauf, dass es immer weiter wächst. Es kann gar nicht existieren ohne dieses unendliche Wachstum. Und das kann es einfach nicht geben. Und deswegen, um dann mal konkreter zu werden, was Bitcoin da konkret ändert. Bitcoin hat eine fixe Geldmenge. Es wird maximal 21 Millionen Bitcoin geben. Aktuell gibt es schon 19 Millionen Bitcoin ungefähr. Und die werden jetzt in den nächsten 120 Jahren alle in Umlauf geraten. Also die letzten beiden Millionen kommen in den nächsten 120 Jahren erst? Ja, also es wird immer weniger. Also es kommen jetzt noch ein paar dazu. Genau, es wird auch immer schwieriger, neue Bitcoin zu finden, die man dann in Umlauf bringen kann. Aber das ist diese technische Komponente von Bitcoin, die auch ein Riesenthema ist. Also Bitcoin ist eben genauso wie Fiat-Geld, auch berührt auch alle Aspekte. Das heißt, man kann sich, wenn man sich mit Bitcoin auseinandersetzt, kommt man mit Technologie in Kontakt, mit Computer, mit Programmierung, mit Verschlüsselung, mit Kryptographie. Aber genauso gut kommt man mit Ökonomie in Kontakt, aber auch unheimlich viele andere Themen. Mhm. Ja, aber ich meine, wie kommt man darauf? Also gut, Bitcoin ist nicht unendlich wie Geld, wie Fiat Money, aber es hat natürlich auch Nachteile. Ich meine, nicht jeder kann mit diesen elektrischen Wallets und was umgehen. Nicht jeder will ein Smartphone. Und dann die Begrenztheit des Geldes, der von Bitcoin ausgeht, die schafft das natürlich nicht in Krisensituationen einfach ein bisschen was nachzudrucken. Das so ist wie dann wir, nicht mehr möglich. So wie wir das ja jetzt bei diesen Corona-Fehlentscheidungen hatten, wo ja die Notenbanken hier, dies und jenseits des Atlantiks plötzlich 5 Billionen rausgehauen haben, um die Fehlentscheidung der Politik wegzudrucken. Ja, das... 5 Billionen, Billionen. Das geht mit Bitcoin ganz entschlossen nicht. Keiner kann Geld drucken. Keiner kann Bitcoin drucken. Geld kann man leider schon drucken. Bitcoin ist das härteste Geld, was wir je gesehen haben. Also es ist auch deutlich seltener als Gold. Bei Gold denken viele daran, okay, Gold ist sehr selten, aber auch die Goldmenge verdoppelt sich alle 35 Jahre, während sich die Bitcoin-Menge kein einziges Mal mehr verdoppeln wird. Sie wird eben bei 21 Millionen Bitcoin stehen bleiben. Und diese Stabilität, diesen festen Anker, was ich immer mache, ist diese Illustration. Und zwar geht die wie folgt. Wir können beim Geldsystem drei Sachen ungefähr machen. Also, wir haben an der einen Seite die Waren und Dienstleistungen, die in der Wirtschaft entstehen und angeboten werden, und die Geldmenge. Was wir jetzt einerseits machen könnten, wäre zu sagen, wir machen die genau gleich. Also Geldmenge steigt mit den Waren und Dienstleistungen. Ich glaube, das war so ein bisschen die Zielsetzung der EZB ehemals. 2% Geldmengenausweitung, das 2% Wirtschaft. Das ist die Zielsetzung des Geldsystems überhaupt. Genau, 2% Wirtschaftswachstum. Ja. Und dann kostet der Apfel immer 1 Euro und alles bleibt schön beim Gleichen. Aber die Wirtschaft wächst und das Geld wächst eben auch. Was wir jetzt aktuell leider sehen, ist, die Wirtschaft, ob die noch wächst, kann ich, ganz wenig. Die ist mehr oder weniger. Die Geldmenge wächst auf jeden Fall sehr viel stärker. Das ist eben das Problem. Als die Wirtschaft. Also die Wirtschaft ist mehr oder weniger stehen geblieben, würde ich fast vermuten, während die Geldmenge exponentiell steigt, eigentlich, muss man zugeben. Mit so im Schnitt 7% pro Jahr, was eine gewaltige Ausweitung der Geldmenge ist. Und das ist so das, was wir jetzt gerade erleben. Und das heißt dann natürlich, es gibt mehr Geld, gleiche Menge an Dienstleistungen, also wird alles langsam teurer. So, und die These, die Bitcoin jetzt aufstellt, beziehungsweise das Experiment, was Bitcoin quasi macht und eigentlich sich an den freien Markt wendet und sagt, lieber freier Markt, was sagst du zu diesem Asset? Ist das attraktiv für euch? So wie auch die österreichische Schule sich eigentlich einen freien Währungskampf wünscht. Ja. Also die österreichische Schule sagt nicht nur, der freie Markt soll alle Güter und so frei produzieren, sondern eben auch das Geld soll aus dem freien Markt hervorgehen. Das heißt, jemand soll gutes Geld erfinden und das wird dann der Markt automatisch annehmen. Und Bitcoin ist eben ein Weg, das umzusetzen, der auch aktuell ganz gut läuft. Also wir sehen unheimlich viel Energie, die in Bitcoin reingesteckt wird. Das ist ja auch vielleicht ein Faktor, also zu sehen, wie viel Aufwand Menschen betreiben, um Bitcoin am Laufen zu halten. So, Bitcoin ist die These, wir machen bei 21 Millionen Stopp und gucken dann, wie sich die Menschheit weiterentwickelt. Und
die Ökonomen von heute würden vielleicht sagen, ja, das ist deflationär, dann geht alles in eine deflationäre Horrorspirale, alles bricht zusammen, alles wird immer günstiger und keiner will mehr was kaufen und Ende der Wirtschaft. Ja. Okay, aber dieses Experiment haben wir eben noch nicht gemacht. Und das ist es, glaube ich, mal wert auszuprobieren, beziehungsweise ist es auch definitiv wert für Ökonomen, sich damit zu befassen, was ist denn mal eine realistischere Sicht davon. Und ja, das probiert Bitcoin. Zu sagen, 21 Millionen sind hier, die sind fix. Und die Waren und Dienstleistungen, wenn wir als Menschheit weiterkommen, dann gibt es immer mehr Waren und Dienstleistungen und alles wird für die Menschen günstiger. Und was ich jetzt nochmal, um konkreter zu werden, wie jetzt vielleicht Bitcoin, also es ist wieder ein Sprung zum anderen Thema, aber um mal konkreter zu werden, was Bitcoin bewirken könnte. Thema Wohnungen. Wir sind hier in Berlin und ich glaube, hier die Wohnungen um mich herum sind für mich als Student wahrscheinlich nicht bezahlbar. Also jetzt alleine zu mieten, also WG vielleicht noch, aber hier alleine so eine, keine Chance. Noch nicht bezahlbar. Die Frage ist, warum sind Immobilien überhaupt so viel wert geworden? Und das liegt daran, dass Immobilien einen guten Wertspeicher bieten. Also wenn man sich anschaut, worin kann man seine Assets, sein Geld überhaupt stecken, wenn man die Kaufkraft erhalten, dann guckt man sich um und sieht so, also das Intuitivste wäre ja eigentlich, ich sammle Geld und behalte es einfach und dann spare ich. Das wäre schön doof. Das wissen auch alle, die Geld haben. Die wissen genau, sobald ich einen Euro in die Hand kriege, gebe ich ihn aus, kaufe mir davon was Richtiges. Weil den Euro in der Hand zu halten, ist natürlich doof. Wenn ich 100 Euro in der Hand habe und der Staat druckt nochmal 100, ja, dann sind meine 100 halb so viel wert. So ist es. Ganz simpel. Ja. Und so kann ich meinen 100-Euro-Schein so festhalten, wie ich will. Die können die mir trotzdem wegnehmen. Deswegen kaufen die Leute Immobilien, Gold, Aktien, Staatsanleihen, die Leute kaufen auch Autos und irgendwelche Collectibles. Es gibt eben verschiedene Anlageklassen. Und Bitcoin kommt jetzt in den Markt und bietet als Store of Value, also als Medium, um seine Kaufkraft zu speichern, etwas Neues an, was noch viel seltener ist als Immobilien, seltener ist als Gold. Und ich meine, ein Stück von 21 Millionen zu haben, ist schon gar nicht so schlecht. Das ist irgendwie eine ganz coole Sache. Und das ein Stück kostet gerade, ja gut, ist der Preis ganz schön gestiegen. $30,000 für ein Stück von 21 Millionen. Und das bietet Investoren ein neues Asset, um ihr Geld reinzustecken. Ja, und die Frage ist dann, also dann kann es ja sein, dass jetzt jemand, der schon ein Haus hat und in einem Haus lebt und nach ein Haus hat, weil er es als Wertanlage hat, der sagt dann, ach, wenn das so ist, dann verkaufe ich dieses Haus, weil Bitcoin ist die bessere Wertanlage, weil ich kann es mitnehmen und mein Haus ist nicht eine Immobilie, sondern das mobilste, was ich haben kann, weil ich kann es in meinem Kopf haben, Bitcoin. Aber das ist eine technische Sache, wieso man Bitcoin bei sich im Kopf aufbewahren kann. Man muss sich nur 24 Wörter merken können. Ja. Die Sache ist jetzt so viel, es wird unheimlich viel, also die These ist, dass also wenn man einen neuen Store of Value hat, ja, wie Bitcoin, ja, dann wird die Nachfrage nach anderen Stores, also nachlassen, ja, und damit eben auch der überhetzte Häuserkauf oder Wohnungskauf nachlassen, damit sinken die Preise. Genau darum geht's. Das ist das, was du ausdrücken willst. Ja, und dann hat vielleicht jeder nur noch das Haus, in dem er tatsächlich wohnt und nicht mehr, manche Leute haben dann 100 Häuser und andere mieten nur. Weißt du, das ist so das wäre ein Beispiel, wie Bitcoin die Welt vielleicht ein bisschen verbessern könnte. Ja, also wir haben ja jetzt von der SEC sozusagen auch den Ritterschlag bekommen. Ja. Bitcoin gilt nicht als Security, also naja, als Aktie. Ja, und wir haben jetzt die Entwicklung gesehen. Also es ist ja nicht nur die SEC, die diesen Ritterschlag gibt, sondern darauf folgt ja jetzt gerade es folgen ja gerade die bullischen Nachrichten aufeinander, die es gibt. Ja, also, ja. Neue Börse. Herkömmliche Broker, auch Bitcoin. Übrigens, BTFs, übrigens auch, Bitcoin, auch Bitcoin Cash und Bitcoin Lite stehen nicht auf der Liste. Auch nicht? Und, nein. Okay. Ja. Und Ethereum, da weiß man es noch nicht so genau, aber okay, die werden wohl rausgenommen. Okay. Ja, also tatsächlich ist jetzt stehen, werden vielleicht bald den großen Investitoren die Türen geöffnet, Bitcoin auch zu kaufen. Ich meine, es stand ihnen schon davor offen, sie konnten auch am freien Markt die kaufen. Aber jetzt ist es sozusagen legal geworden. Jetzt ist es für die so richtig einfach geworden, weil wenn die sowieso schon iShares ETFs haben, dann können sie jetzt den iShares Spot Bitcoin ETF kaufen. Und der Unterschied, dass der Spot ETF muss tatsächlich Bitcoins kaufen, um legal zu agieren. Also der Spot ETF, der darf nicht einfach Papier Bitcoin ausgeben, sondern der muss die auch tatsächlich da haben. Ja. Das könnte dafür sorgen, dass es einen unheimlichen Nachfrage an Bitcoin gibt. Weil es sind aktuell nur 1,8 Millionen auf den Börsen, und die sind halt da.
Und die Leute, die wie ich einfach hodeln, die Bitcoiner, die da ihre Identität auch ein bisschen drauf gründen, die werden einfach halten. Die werden nicht verkaufen, die werden einfach Bitcoin halten und werden die nicht hergeben. Und das heißt, es wird ein knallharter Kampf um diese 1,8 Millionen und die 2 Millionen, die noch gemeint werden. Ja. Also kann interessant eine werden. Eine goldene Zukunft für den Bitcoin, könnte man sagen. Die Jugend kauft Bitcoin, kauft kein Gold. Ja, das ist so die Abwägung. Also ich habe auch eine Unze Gold. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht lieber verkaufen will, weil ganz ehrlich... Diversifizieren ist immer ganz wichtig. Diversifizieren ist, es ist interessant, ne? Habe ich meine Unze, falls doch das Internet kaputt geht, ne? Dann habe ich doch noch die Unze Gold. Aber es ist die Frage. Aber ich glaube, für junge Menschen ist der erste Schritt erstmal überhaupt irgendwie was in Bitcoin zu haben. So ist das es, ist ja. Also ganz wichtig. Wir stehen auf jeden Fall, das kann man jetzt schon sagen, vor einer neuen Ära. Ja. Diese Ära heißt, dass also herkömmliche westliche Währungen wahrscheinlich zwangsläufig auch den Bankbach runtergehen in den nächsten Jahren, jetzt nicht morgen. Und dass mit Bitcoin hier etwas Neues entsteht und eben gerade auch in diesen Zeiten, in den letzten Tagen und Wochen von der SEC und von den Behörden, selbst von der Notenbank der USA sozusagen akzeptiert wurde offiziell. Mhm. Akzeptiert. Mhm. Und ich denke, das ist sehr, sehr positiv. Ja, und also es ist jetzt quasi, dieser Schritt ist ein Riesenschritt, weil es ist jetzt nicht, der US-Dollar wird abgelöst vom chinesischen Yuan, sondern Yuan. Sondern es kommt ein Asset ohne Issuer, es kommt Bitcoin, ein Ding ohne Firma dahinter, einfach als offenes Netzwerk, an dem jeder teilnehmen kann und kommt einfach und sagt, wir lösen es jetzt ab, aber niemand spricht für Bitcoin, niemand ist, also die Menschen, die davon überzeugt sind, sprechen für Bitcoin, aber Bitcoin ist keine Firma, es ist einfach nur eine Technologie und da kann sich jetzt ganz viel entwickeln und ganz, ganz, ganz viel verändern. Luca, wir sind schon über 15 Minuten. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei mir warst und das vor allen Dingen deinen jungen Freunden erläutert hast. Der Luca hat auch ganz neu einen YouTube-Kanal aufgemacht. Unbedingt folgen. Das geht jetzt los. Ganz, ganz wichtig. Und mir folgt ihr über Telegram MM News offiziell. Dort immer aktuell informiert aus Wirtschaft und Politik. Beide Links hier drunter, auch mein Telegram-Kanal-Link.